Alter Schwede, jeden Tag kommen momentan neue Exposing-Videos online und mittlerweile komme ich mir dumm vor, das Wort Exposed überhaupt in meinen Titel zu schreiben. Es kann doch nicht sein, dass gerade wirklich jeder große Content-Creator hops genommen wird. In diesem Fall ist es aber wirklich extrem heftig, im Gegensatz zu der Thematik rund um Tanzverbot, was letztens da geleakt wurde. Denn Chris Tyson soll im Alter von 20 Jahren damals mit einem 13-Jährigen geschrieben haben und Chris nannte diesen 13-Jährigen stellenweise Daddy und ja, es war alles äußerst absurd. Da kam aber noch viel, viel mehr bei rum. Außerdem hatte er damals auch sexuelle Poster gekauft, bei welchen das Kind von Keemstar abgebildet wurde. Das alles schauen wir uns jetzt aber ein bisschen genauer an, was Mr. Beast mit der ganzen Sache zu tun hat und wie viel noch passiert ist, erkläre ich euch in diesem Video hier. Erstmal aber natürlich vorab, wer zum Teufel ist eigentlich Chris Tyson? Chris Tyson war ein guter Freund, mittlerweile ist er eine gute Freundin von Mr. Beast. Chris ist sehr präsent in den Videos und hat dadurch natürlich auch selbst eine Millionenreichweite. Also mindestens mehr als 100 Millionen Menschen auf dieser Welt werden Chris Tyson kennen, wenn man sich zumindest einfach mal die Aufrufzahlen von Mr. Beast anschaut. In den letzten Jahren unterzog sich dann Chris Tyson einer Transition zur Frau. Das Ganze wurde aber erst jetzt öffentlich, als ein kleiner YouTuber ein Video veröffentlichte, in dem er Chatverläufe und Unannehmlichkeiten rund um Chris Tyson aufzeigte. Und da kommen wir zuerst auf den Punkt, mit dem 13-Jährigen zu sprechen. Dieser ist mittlerweile 20 Jahre alt, hat sich dazu auch schon geäußert, dazu aber später mehr. Auf Snapchat konnte nämlich geleakt werden, mit wem Chris Tyson dort schrieb und was er dort alles von sich gab. Spoiler, es war äußerst unangenehm. So hat er nämlich diesen Jungen Kuss-Smileys geschickt und ihn Daddy genannt. Und beim besten Willen, egal ob man jetzt komischen Humor hat oder edgy drauf ist, mit 13-jährigen Schülern sich solche Nachrichten auszutauschen, geht unter keinen Umständen klar. Also das ist, wenn ihr mich fragt, komplett inakzeptabel und wirft ein sehr komisches Licht auf die Situation. Überhaupt als 20-Jähriger mit einem 13-Jährigen zu schreiben, ist schon weird genug und das sollte einem als Außenstehender auch schon ein bisschen komisch aufstoßen. Zusätzlich chillte Chris dann auch noch auf Discord mit anderen jüngeren Leuten und die Gespräche waren jetzt auch von Chris seiner Seite aus nicht unbedingt angemessen. I know, dude, I would come inside of that egg and then watch her eat it and then watch her have with another man while she comments about how my genitalia can never satisfy her. Also, wenn ich jetzt schon mit jungen Leuten auf Discord chille, dann sollte ich die Gespräche jetzt vielleicht nicht in eine sexuelle Richtung bringen. By the way, schrieb Chris damals auch auf Twitter dem damals 14-jährigen LavaGS, dass er für ihn Nudes gepostet hat. What the fuck? Und auf Discord teilte damals auch dieser 14-Jährige einen Screenshot von Chris, welchen er ziemlich komisch fand. Dort schrieb Chris nämlich auf einem Bild, ich komme für Amerika. Tja, also ein absoluter Klassiker, einem 14-Jährigen solch eine Nachricht zu schicken, das kommt auch gar nicht weird rüber. Das Ganze wird aber tatsächlich jetzt noch absurder, denn pass auf, jetzt geht's richtig los. Es gibt nämlich einen Schweizer Zeichner, der sich Chatman nennt. Auf einer Wiki-Seite wird Folgendes über ihn geschrieben. Chatman ist ein Schweizer Künstler, der vor allem für seine sexuell eindeutigen Illustrationen und Webcomics bekannt ist. Weiterhin wird dann weiter unten geschrieben, aufgrund seiner Illustrationen gilt Chatman in der Schweiz juristisch als Bedrohung für die Gesellschaft. Er wird, by the way, so betitelt, weil der Typ junge Leute auf sexuelle Art und Weise zeichnet. Was natürlich gar nicht geht und absolut abartig ist. Wie kommt man überhaupt darauf? Und genau das gleiche hat dieser Chatman bei der 8-jährigen Tochter von Keemstar gemacht. Keemstar ist übrigens unter anderem als Drama Alert bekannt und einer der größten News-YouTuber weltweit. Und dieser schrieb plötzlich Folgendes auf Twitter. Schnallt euch an, das wird jetzt wirklich mies. Endlich, nach 8 langen Jahren, werden die Schöpfer, die den CP-Cartoon-Künstler unterstützt haben, der meine 8-jährige Tochter auf sexuelle Weise gezeichnet hat, im Internet bloßgestellt. Danke. Ich wusste, dass eines Tages Gerechtigkeit herrschen würde. Damals, im Jahr 2016, war Colossal is Crazy der einzige Creator, der sich die Mühe machte, dies anzuprangern. Ich möchte ihm noch einmal danken. Viele dieser Schöpfer, die den CP-Cartoon-Künstler Chatman unterstützen, werden heute sagen, Chatman gefiel damals jedem. Oder, das war der kantige Humor von damals. Diese Aussagen sind falsch. Kinder auf sexuelle Weise zu zeichnen, war nicht der Humor des Jahres 2016 und es war auch nicht jeder Creator, der ihn unterstützte. Die meisten haben sich nicht mit ihm oder diesem Thema beschäftigt, weil es so falsch und abstoßend war. Wenn es jeder gewesen wäre, hätten wir Screenshot-Beweise von weitaus mehr Erstellern. Bitte achten Sie auf die Schöpfer, die ihn tatsächlich unterstützt haben, denn diese Leute sollten genauso unter die Lupe genommen werden wie Chris Tyson. So, jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, was hat denn dieser Chris Tyson mit Chatman zu tun gehabt? Nun ja, ganz einfach. Chris Tyson hat dieses
aktuelle Bild der 8-jährigen Tochter von Keemstar abgekauft und dann in seine eigene Wohnung gehangen. Er hatte das Poster auch schon zuvor auf Twitter ganz stolz geteilt und so richtig öffentlich wurde das Ganze, als MrBeast ein Video bei Chris Tyson gedreht hat. Ich zeige euch jetzt natürlich nicht das Bild, aber links ist das Poster und auf dem Sessel sitzt MrBeast. Also ganz weirde Story, wenn man bedenkt, dass dort eine 8-jährige sexuell abgezeichnet wurde. Übrigens steht jetzt natürlich auch gerade MrBeast in der Kritik aufgrund der ganzen Situation, denn er hat sich immer noch nicht zu der ganzen Sache geäußert. Ganz im Gegenteil, er hatte bis vor ein paar Monaten auch Chris Tyson sehr stark unterstützt und auch Support gegeben. Und ja, die Aktionen, die sonst noch getätigt wurden, die kommen auch stellenweise komisch rüber. Denn er hat jetzt noch auf die Schnelle das Video von vor mehreren Jahren editiert, sodass man das Poster nicht mehr sehen kann. Und er löscht momentan auch alle Kommentare, die auf dieses Poster hinweisen. I took this screenshot from the most recent comments. And this screenshot is from 5:50 PM. You can see the comments were on and everyone was talking about the poster, ain't nobody going to talk about the picture in the background. If you're like, well, why are you bringing this up? It's because if you go right now to the video and sort by newest, the comments are gone. Das Ganze kann natürlich rückblickend auch als richtig bewertet werden, damit dieses Poster halt eben nicht mehr die Runde macht. Viele denken aber jetzt natürlich auch, dass MrBeast diese Sache totschweigen möchte und er dementsprechend auch alles diesbezüglich löscht. Was da aber jetzt natürlich der genaue Hintergrundgedanke ist, das wissen wir natürlich nicht. Was aber als Konsequenz passiert ist, das erzähle ich euch jetzt mal genauer. Denn Chris Tyson ist von dem Team von MrBeast zurückgetreten, sieht aber die Schuld auch nicht wirklich hundertprozentig bei sich. Chris entschuldigte sich zwar für sein Verhalten in der Vergangenheit und wenn er irgendjemand geschadet hat, dann tut ihm das auch leid. Chris wies aber auch darauf hin, dass sie niemals jemanden gegroomt habe. Die meisten Sachen waren ja bloß schlechte Witze gewesen und das, was Chris vorgeworfen wurde, das hat so nie stattgefunden. Tatsächlich hat sich auch der 13-jährige Lava GS gemeldet und er bestätigte die Aussagen von Chris Tyson und meint, dass alle anderen diesbezüglich lügen würden. Er fühlt sich dort auch nicht als Opfer in der ganzen Situation und meinte auch, dass der Chatverlauf nie was Schlimmes war und er hatte generell auch keine schlechten Erfahrungen mit Chris gemacht. Nun ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Denn weder sind Kuss-Smileys noch perverse Gespräche mit 13-Jährigen okay. Und die Nummer mit Keemstars Tochter macht die ganze Sache noch viel, viel schlimmer, wenn ihr mich fragt. Ich meine, dass es überhaupt einen Zeichner geben darf, der solche Bilder zeichnet, das ist mir sowieso ein Rätsel. Also, wie kann sowas bitte nicht strafrechtlich direkt belangt werden? Das ist für mich persönlich nicht nur auf moralischer Ebene komplett inakzeptabel. Ich persönlich kann aber durchaus nachvollziehen, weshalb der Aufschrei momentan weltweit so extrem groß ist. Denn die Menge an ganz üblen Aktionen in diesem Bezug ist wirklich heftig und da MrBeast halt auch der größte YouTuber der Welt ist, dadurch wird das Ganze nicht unbedingt kleiner. Im Übrigen, die Meinungsblogger-Szene im englischsprachigen Raum dreht momentan völlig durch, da entsteht wirklich gefühlt minütlich ein Video. Dort ist das halt das Thema Nummer 1 und ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Mal schauen, was jetzt in der nächsten Zeit sonst noch so rauskommen wird, denn je stärker die Leute auf den Kanälen von Chris Tyson rumkramen, umso mehr kommt gerade auch von früher raus. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bitte euch aber auch darum, daraus jetzt keine Transphobie-Debatte zu machen. Bleibt da bitte sachlich, da würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wie heißt es so schön? Stechen ans Wänkchen, euer Alpha Kevin und ciao.